Zuerst haben wir gemeint, unser Basler Hauptdichter sei an der Hebelstrasse geboren worden. Doch heute weiss man es besser. In diesem Haus hier, am Totendanz Nummer 2 in Basel, genau gegenüber vom früheren Eingang zum alten Totendanz Gottesacker mit seinen makaber schaurigen Helgen, ist der Johann Peter Hebel am 10. Mai 1760 auf die Welt gekommen. Der wirkliche Tod hat er schnell kennengelernt. Als Zweijähriger hat er seinen Vater, als Zwölfjähriger seine Mutter verloren. Als Waisenbüble ist er zuerst in die Gemeindeschule St. Peter und noch ins Gymnasium auf dem Münsterplatz gegangen. Lateinisch hat er dann auch in Schopfheim und dann in Karlsruhe und in Erlangen gelehrt. Er ist Hauslehrer in Hertingen und in Lörrach geworden. Und plötzlich ist ihm seine grosse Liebe erschienen. Gustav Fecht hat sie geheissen und ist durch sein ganzes Leben mit dem Hebel verbunden geblieben. Sie erscheint auch immer wieder poetisch in seinen Vreneli-Figuren. Unverhofft ist der Hebel in Karlsruhe dann Lyzeumsdirektor geworden. Und dann ist Schreiben losgegangen. Mit einer guten Kritik von seinen alemannischen Gedichten hat ihm sogar der Goethe quasi den Adelsbrief verliehen. Mit dem rheinländischen Hausfreund ist unser Hebel zum Kalendermann geworden. Überall bekannt, beliebt und schließlich sogar berühmt. Renommierte Maler haben ihn porträtiert, grosse Herren haben ihn geschmeichelt. Auch ein alter Mann wie ich kann von der Lebenseinstellung vom Hebel lehren. Gebrauche nie ein hartes Wort, wo ein glimpfliches seine Dienste auch tut, hat der Grote. Und er trug die Bürden des Alters mit Heiterkeit. Im September 1826 ist der Dichter von Basel am Imrie in Schwetzingen gestorben und beerdigt worden. Hören wir doch noch einmal eins von seinen herrlichen und tröstlichen Gedichten. Bald, denke ich, es ist eine böse Zeit. Und der Weg ans Ende ist nicht mehr weit. Wenn es genug ist, wird es schon anders kommen. Doch wenn ich noch in einen gang und das Tömerlied und Vogelsang, so meine ich fast die höhere Stimme, bist zufrieden. Es ist ja nicht so schlimm.